schneid das ja sowieso alles zusammen. Angefangen und nimm nur die blödesten Stellen. Hab ich ja mit, also nach Tschernobyl bin ich ja nach Schweden und nach Tessin und habe dort, also schon in Schweden, schon im 87 habe ich gemerkt, dass am Fernsehen und überall die Universitätsleute haben gesagt, dass die Strahlung zu niedrig wäre, dass irgendetwas passiert. Und in der Schweiz wurde nicht geforscht. Also man hat nur gemessen. Und nur gemessen, nur nicht, gemessen geforscht. Nicht geforscht. Das ist ein tolles Zitat auch. Und man hat dann, also es gab dann irgendeinen Film am Schweizer Fernsehen, irgendwie 10 Jahre Jubiläum Tschernobyl. Und dann hat man gesagt, es hätte keine Schäden gegeben. Nach 10 Jahren. Also hat man gesagt, nur, man hat ja gar nicht geforscht. Also kann man hat ja gar nicht geforscht, ja. Man kann gar nicht sagen, ob es Schäden gegeben hat. Und weil ich schon von Anfang an gemerkt habe, dass also, im Schulhaus von Österfernebo bei Sandviken wurde der höchste radioaktive Niederschlag von ganz Westeuropa gemessen. Und auch in diesem Schulhaus hat man den Sand im Sandkasten nicht ausgewechselt. Das ist ja jetzt wie in Fukushima. Ist genau gleich. Ja. Und die Bauern haben Heu vor das Ministerium getragen und protestiert. Da ist nichts passiert. Also Schweden, man hat ja die Schwelle auch nach oben gebracht, damit das Fleisch verkauft werden kann. Und irgendwie, und ich habe viel mit Leuten gesprochen und auch mit einem Veterinär, der gesagt hat, eben, dass es Missbildungen bei den Tieren gibt und Krankheiten. Er hat, das zeige ich dann in meinem Vortrag, das auch im Buch drin, diese Kleepflanze, die dunkelrot war und diese gelben Blüten anstatt rosa-rote Blüten. Und ich hatte die Wiesen und die Sträucher, die waren dunkelrot. Und damals wusste man ja noch gar nichts von Tschernobyl. Also im 87 wusste man gar nichts. Und ich war in einem kleinen Hotel in Giesingen und dort hatte es einen Laden gehabt, wo die Frauen Gestricktes und Selbstgebackenes und sowas verkauften. Und mit dem bin ich in Kontakt gekommen. Und zwar hatte es der erste Abend war wahnsinnig schön und dann hat es einen Fluss gehabt, bin ich dorthin und dann haben mich 1000 Mücken gestochen. Aber ich habe gesehen, dass das Hotel war in einer alten Fabrik, dass es ganz viele Sitzbänke gab draußen und habe mir gedacht, wenn es Sitzbänke gibt, dann sind die Leute früher auf den Bänken gesessen am Abend und da waren keine Mücken. Das heißt, es muss irgendetwas passiert sein. Dann habe ich geschaut, wie die Vegetation ist und gesehen, dass es praktisch also keine Vögel gibt. Und habe dann in diesem kleinen Laden habe ich dann gesagt, ich weiß, warum ihr Mücken habt. Und das hat dann eine Welle ausgelöst. Dann ist die Fall erledigt. Ihr müsst verstehen, warum ihr die Mücken habt. Dann hat es auch Leute gehabt, die haben mir gesagt, als die Tschernobyl-Wolke dort ankam, in der Nacht vom 28. zum 29. war das, glaube ich, sind viele aufgewacht. Es hat wahnsinnig geregnet und sie sind am Fenster, in der Nacht am Fenster gestanden. Mit einem ganz komischen Gefühl. Und da habe ich gedacht, der Körper hat wahrscheinlich diese veränderte Spannung oder ich weiß nicht was aufgenommen. Aber der Verstand konnte natürlich nichts damit anfassen. Und so kam ich ins Gespräch mit den Leuten. Und ich habe einfach gesehen, ich hatte ja 1969 habe ich angefangen, Wanzen zu sammeln. Ja, stimmt. Also nicht systematisch, aber ich habe sie doch angeschaut und ich habe gesehen, auf welchen Pflanzen kommen sie vor und welche Arten sind häufig und so weiter. Und in Schweden habe ich dann die ersten geschädigten Wanzen gesehen. Okay. Das hat mich unglaublich erschüttert. Also unglaublich erschüttert. Also meine Träume und alles waren
da war gerade dieser, vorher habe ich den Film gesehen von Tarkov, heißt er, glaube ich. Tarkovsky? Ich erwähne das auch, wo ein Atomunfall passiert und dann muss der Mann muss irgendwie mit einer Hexe schlafen und dann nachher wird das alles wieder rückgängig Opfer. Gemacht. Opfer. Heißt auf Deutsch. Sacrifice. Und ist dort gedreht in Schweden, stimmt. Und irgendwie mit dem Film und so, das hat mich also unglaublich erschüttert. Ja. Und dann habe ich instinktiv gewusst, dass was ich da sehe, das ist die Strahlung mit der geschädigten Pflanzen. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie sieht eigentlich ein Ahornblatt aus. Ich war, alles was ich gelernt hatte, musste ich wie wegwischen und mich komplett leer machen und neu orientieren. Und das war später auch das Schwierige im Gespräch mit Leuten, also auch mit Wissenschaftlern, dass die wie einfach zu altmodisch dachten. Kommt dazu, dass man hat mir auch vorgeworfen, ich hätte kein Referenzbiotop. Ja, aber Sie sagen ja in Ihrem Buch, es wird ja immer schwieriger, überhaupt eins zu finden. Also, oder eigentlich gibt es keines mehr. Genau, so also, man kann nur noch vergleichen. Ja. Das heißt, die heutigen Naturwissenschaftler werden nach dem dualistischen Prinzip unterrichtet. Das heißt, hier gut, dort böse, hier Paradies, dort Hölle, oben, unten, links, rechts. Das sind alles diese dualistischen Prinzipien, während die Radioaktivität funktioniert nach dem stochastischen Prinzip, nach dem Zufallsprinzip. Und das Zufallsprinzip habe ich eigentlich mit diesen Reihen von Fliegen, Thoraxen, die ich gemalt habe, nach dem Zufallsprinzip hatte ich das wie schon in der Malerei vorher in meinen Körper und meinen Geist hineingenommen. Und dann wusste ich einfach, das ist die Hölle. Also das ist wirklich, also die Hölle, das ist wirklich ganz schlimm, was da abgeht. Und das mit diesen niederen Strahlendosen, das ist einfach für mich ein Fakt. Also das kann man mir nicht mehr ausreden. Ich sehe das auch so. Ich bin dann nicht nach Chelyabinsk oder so, sondern ich wollte in der Schweiz meine Arbeit machen, in Deutschland oder in den USA. Also einfach dort, wo man sagt, ja, unsere AKWs sind sicher, Tschernobyl passiert bei uns nicht und so weiter. Aber bei uns passiert Tschernobyl im Kleinen, im Täglichen. Und meine neueste Studie ist im Entlebuch, das ist da auch da drin. Das wusste ich allerdings damals noch nicht, dass ich das geschrieben habe, aber da sind alle 4 AKW im Kanton Aargau und Solothurn plus das Zwischenlager und das Paul-Scherrer-Institut ist im Norden und das Tal ist genau Nord-Süd und da kommt immer die Biese kommt in das Tal hinein. Da sterben Kinder an ihrem Geburtstermin. Und zwar, da war 2008 sind 6 Kinder innerhalb von 2 Wochen gestorben. Das wird alles individualisiert, die Kinder werden nicht obduziert. Man spricht nicht davon, die Familien wissen nichts voneinander. Und im Spital ist das kein Thema. So entstehen die Statistiken. Und dann habe ich jetzt überall dort, wo diese Familien leben, also ich habe diese Information bekommen über einigermaßen, wo die Leute leben, obwohl das ein heikles Thema ist. Aber ich habe überall dort Pflanzen gesammelt. Und ich finde, so ein Städtchen wie Schüpfheim oder ein Dorf wie Schüpfheim sollte eigentlich evakuiert werden. Und sollte niemand leben. Das ist einfach reines Verbrechen und ich bin immer wieder mal mit einem Bundesrat in Kontakt oder ich sage, wenn ich ein Interview gebe oder so, da passieren tut überhaupt nichts, eben weil man eigentlich einerseits den emotionalen Bezug überhaupt aufgegeben hat, aber auch einfach den Menschen wahrscheinlich an und für sich aufgegeben. Ich denke mir das langsam auch.
so drauf. Aber wenn ich die Karte anschaue, wir hatten im Tessin 24.000, 26.000 Bäckerei. Ja, Bäckerei. Pro Quadratmeter, ne? Pro Quadratmeter, auf 1 Meter Höhe. Also das entspricht zum Teil Werten, die jetzt in der Fukushima-Gegend sind. Ja. Bei und uns hat man ich habe gar, also man hat gesagt, man darf nicht mehr fischen. Natürlich im Lago di Lugano oder Maggiore, auf der italienischen Seite hat man natürlich Pilze gegessen und gefischt und alles. Aber die Schweizer waren ein bisschen strikter, aber vielleicht ein Jahr oder so. Ob das Cäsium hat ja eine Halbwertszeit von 32 Jahren, ist ja noch nicht mal abgelaufen. Bleibt eben 320 Jahre biologisch vorhanden. Also immer muss man, Entschuldigung, Hüdeberg, ja, genau, in den Sedimenten, da steckt das ja alles drin. Die Leute fragen sich, woher kommt es, wenn es sich da immer anreichert. Ne? Da war ein ziemlich großer Unfall. Und früher hat es eine Gruppe gegeben, die haben private Messstationen gehabt. Die haben herausgefunden, dass ein Unfall passiert ist. Und die sind also gegen das AKW und die Behörden vorgegangen, die mussten dann das zugeben. Mhm. So läuft das. Sie? Und in der Schweiz. Ja. Also in der Schweiz denkt man, aber das denken wahrscheinlich jeder über seine Nation, dass wir wirklich saubere Leute haben. Aber das Problem ist, dass in den Aufsichtsbehörden sitzen die AKW-Freunde. Was die sich erlauben, ich habe jetzt da zum Beispiel, also im Zwischenlager, in dem Schweizer Zwischenlager, gibt es einen Plasmaofen, wo radioaktiver Abfall verbrannt wird. Und was für ein Abfall wird dort verbrannt? Wir hatten zwei Reaktoren mit einem Mega-Atomunfall. Also die Schweiz wollte ursprünglich Atombomben. Sie hat im Dritten Reich bei den Nazis hat sie noch Uran gekauft, kurz nach vor Ende des Krieges. Von den Amerikanern hat die Schweiz auch noch bekommen. Also man wollte eigene Reaktoren bauen, um Plutonium herzustellen, damit man nicht abhängig ist vom Ausland. Und die wollten auch nichts mehr geben, die wollten ihre eigenen Atombomben haben. Und dann hat es bei beiden Reaktoren, die das produzieren sollten, hat es einen Meltdown gegeben, oder also in Lysens die Röhren. Das habe ich gelesen. Und dann hat es noch einen anderen kleinen Reaktor gehabt, den man in den USA gekauft hat. Das war der erste, aber mit dem konnte man kein Plutonium produzieren. Also war der eigentlich nichts nutze. Und diese drei Reaktoren werden jetzt verbrannt. Und das ist genau 60 Kilometer im Norden von diesem Tal, oder? Und das habe ich nicht, also... das habe ich jetzt noch nicht erzählt, das ist Gundremmingen. Okay, Gundremmingen in Deutschland, genau. Und die verbrennen nur im Winter. Und im Sommer sterben die Kinder. Die Kinder, die empfangen werden, sozusagen im Winter, die sterben dann im Sommer. Wenn sie auf die Welt kommen sollen. Also wenn sie an ihrem Geburtstermin. Was ich sagen wollte, wegen diesem Zwischenlager und diesem Plasmaofen, habe ich jetzt nochmal angefragt, also beim ENSI, das ist das eidgenössische Inspektorat, sagen Sie mir, welche Radionuklide kommen dort raus und wie hoch sind die Emissionen? Ja, ich müsste dem Zwielager, also diesem Zwischenlager, schreiben. Das muss gigantisch sein, was da rauskommt. Dann habe ich natürlich ein Paul-Scherrer-Institut geschrieben, weil ich dachte, das wird von denen betrieben. Ich denke, es wird von denen betrieben. Also im Zwischenlager, das ist ja einfach ein Zwischenlager. Eben die sagen, ach, wissen wir nicht. Viel besser. Also das Zwischenlager hat mir geschrieben, das ist geheim. Ja, genau. Oh Gott. Das ist ein Zitat, das behalte ich. So ist es. Und diese Frauen in dem Film, oder, die sind genau dem ausgesetzt.
Und wir müssen einfach verlangen, dass, dass die Farbe beginnt. Wir müssen einfach verlangen und die Leute oder Politiker wirklich zwingen. Und in der Schweiz haben wir ja dieses Offenlegungsgesetz. Das heißt, eigentlich muss alles offengelegt werden. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Also eigentlich, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Luft habe, werde ich dann der Bundesrätin Leuthard schreiben und sagen, das Zwielag hat mir das und das gesagt, das finde ich unakzeptabel. Ich bitte sie, mir die genauen Daten zu schicken. So, also, aber es braucht so viel Kraft und so viel. Ja. Ich habe es fast nicht mehr, ich packe es fast nicht mehr. Und so geht das jedem, habe ich. Also, mit,